Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, hier auf meinem kleinen, aber feinen Channel. Mein Name ist Utler und heute starte ich ja eine kleine Videoreihe zu Darkest Dungeon 2. Zurzeit bin ich in Akt 4 angekommen und möchte euch einen kleinen Bossguide hier vermitteln. Heute Start Akt 1. Und ja, damit ihr vielleicht dem Nahtod entgeht und die Bosse dann doch etwas einfacher ja, bestreiten können und vielleicht das erste Mal nicht vibet mit einer voll ausgestatteten Gruppe, was ja immer sehr ärgerlich ist, schauen wir uns also hier diesen ersten Boss einmal an. Denn in Darkest Dungeon 2 solltet ihr nicht nur euren Trupp wirklich beherrschen, sondern auch wissen, was der Gegenüber kann. Dieser hier kommt mit vier großen Schlössern daher, welche von einem riesigen Gehirn kontrolliert werden. Jedes Schloss hat dabei, ihr seht es, vier Fertigkeiten, wovon sich aber nur zwei grundlegend ändern und euch mit ja, den unterschiedlichsten Buff pro Runde belegen werden. Kurz gesagt, ihr müsst also mit eurer eigenen Gruppenkonstellation den richtigen Schlüssel zu diesem Schloss und zu diesem Akt 1 Boss tatsächlich finden, um ihn ja am effektivsten zu bekämpfen. Und ja, ich gehe jetzt noch mal einmal kurz auf die Schlösser ein. Der Bär zum Beispiel, Schloss der Reue, haben wir gesehen, verhindert den Angriff mit Nahkampfwaffen und schwächt eure Angriffe. Ja, die Speere, Schloss der Klage, verhindert den Fernkampf und lässt euch erblinden, was natürlich dann die Treffsicherheit schwinden lässt. Das Kreuz, Schloss des Siechturms, verhindert die Heilung und belegt euch zusätzlich noch mit ja, Zuständen wie Feuer, Gift und Blutung. Und dann haben wir zum Schluss noch das Schild, Schloss der Verzweiflung. Das hindert euch bei dem Stressabbau, was ja sehr wichtig ist, und generiert dafür welchen. Daher schaut bitte, was eure Gruppe wirklich sehr gut kann, was ihr tatsächlich mal über ein, zwei Runden aussetzen könntet und was ihr vielleicht nicht so gut aussetzen könnt, weil ihr mit Buffs belegt seid. Ihr seht es ja hier jetzt auch bei mir an dem Kampf. Meine Gruppe ist ziemlich stark, sage ich mal, auf Damage ausgelegt. Daher gehe ich jetzt einfach mal auf die ersten beiden Schlösser, fokussiere aber ganz wichtig immer nur ein Schloss. Also versucht nicht, dem anderen jetzt irgendwie schon mit Damage zu geben, außer natürlich, ihr habt so Gruppenfunktionsangriffe, aber ansonsten bleibt bei einem Schloss, killt dies. Die machen, ihr seht es ja hier, nicht wirklich viel Schaden. Es ist wirklich das Gebuffe von den einzelnen Schlössern, was eure, in Anführungsstrichen, ja, Angriffsmechaniken, Fähigkeiten einschränkt und dementsprechend ja, euch im späteren Verlauf, am Anfang sieht es ja noch soweit gut aus, dann wirklich ärgern kann. Wenn ich eine Nummerierung der einzelnen Schlösser vorgeben würde für die, ich sag mal, meisten Gruppenkonstellation, würde ich wahrscheinlich das Schloss hier bei mir jetzt an zweiter Position, also das Kreuz nehmen, welches nämlich die Heal-Funktion einschränkt und uns die ganze Zeit immer mit irgendwelchen Buffs belegen kann. Dann würde ich den Bären nehmen, der euch nämlich, hatten wir ja gerade gesagt, die Nahkampfwaffen schwächt und vor allen Dingen auch blockt. Und dann jetzt hier als dritten den Speer, den wir jetzt auch sehen, das Speerschloss, der verhindert nämlich sozusagen die Fernkampfwaffen. Und ganz zum Schluss würde ich tatsächlich das Schild nehmen, welches auf die Stressreduzierung geht. Das würde ich sagen, ist so die Konstellation, welche bei vielen Gruppen funktionieren sollte. Ja, liebe Darkest Dungeon 2 Freunde, das soll es hier auch mit dem Quick Tutorial zum Akt 1 Boss schon gewesen sein. Ich lasse natürlich den Rest des Fights noch im Schnelldurchlauf für euch hier einmal mitlaufen, damit ihr vielleicht die ein oder andere Szene von den einzelnen Schlössern noch besser analysieren könnt, bevor ihr euch dann hier vielleicht dem Akt 1 Boss stellt. Und ich hoffe, es hat euch geholfen und vor allen Dingen hinterlasst gerne ein Abo, Like oder auch gerne Comment, wenn ihr noch Fragen zum Build oder sonstiges habt, bin gerne für euch da und bis zum nächsten Guide. Macht's gut, euer Utler. At last, the world's mind is free to remember a time before the cancerous corruption.